Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht es super. Und heute Hertha BSC gegen Werder Bremen. 300.000 Bremen-Fans sind in Berlin. Wir sind gerade in Charlottenburg. Es ist gerade 12.12 Uhr. Wir als Berliner unterstützen natürlich auch Hertha BSC. Hertha muss gewinnen. Wir wollen ja nicht, natürlich nicht, dass sie absteigen. Wir holen jetzt unsere Tickets erstmal ab. Ich bin sehr heiß. Omar ist auch hinter der Kamera. Der wird auch so seine Meinung sagen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Kuss geht raus. Für weitere Stadionvlogs, ne? Einfach abonnieren. Also was momentan hier in Berlin abgeht, ist es wirklich nicht normal. Also alles überall ist voll. Wir kommen einfach nicht durch. Theodor Heusplatz, alles voll. So, vor dem Spiel nochmal essen. Bei Windburger, ich esse zum ersten Mal. Soll auch richtig krass sein, meinte der Omar. Ich habe mir Cheeseburger bestellt, Omar Süßkartoffeln und Crispy Chicken. So, sieht schon echt geil aus. Aber das ist eine riesen Tomate. Boah, ich habe so einen Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute. Lichtenrade Goldburger ist 100 mal besser. Von 10 Punkte 7. So, ich habe jetzt zu Ende gegessen. Ich sag 7,5. Für dich? Besser Laden Berlins. Er schleimt gerade, aber ist gut. Auf jeden Fall, wir haben jetzt geparkt. S-Bahnhof Charlottenburg. Wir müssen jetzt 3 Stationen mit der Bahn fahren. Ich bin gespannt, das wird heute voll und nach langer Zeit wieder ausverkauft. So, die Bremen-Fans sind da. Ja, also schon heftig, oder? Also, Polizisten und so weiter und die Bremen-Fans sind überall da. Alter. Geil, geile Stimmung hier. Oh, Alter, wie voll hier. Eieiei, sieht das heftig aus. So, die Bremen-Fans kommen jetzt auch langsam. Wir müssen uns jetzt mal hier verpissen, weil es extrem voll ist. Bei der Kollegin hier in Hertha schon einmal mit sich schleppt, Digga. Also, wir müssen mal weg vor dir. Ist extrem mach voll. Zu, mach hier zu! Die Polizisten und so. Wir haben die Tickets gekauft. Guck mal, Buchung. Steht hier, 14.04. Ja. Wir haben die gerade gekauft von einem Typen. Der sah schon sehr komisch aus. Aber wir haben seine Nummer. Und wir gucken, ob es jetzt geht. Beide. Jetzt kommt Moment der Wahrheit. Alhamdulillah. Sehr gut. Also, wir sind jetzt drinnen extrem voll hier. Noch anderthalb Stunden. Es wird sehr, sehr geil, das Spiel. Ich hoffe einfach, dass Hertha das Spiel gewinnt. Hertha auch momentan letzter mit 22 Punkten. Hertha Bremen hat 32 Punkte. Also Hertha muss Alter, heute... Alter, hat sich schlau gemacht. Nein. Falls Hertha das Spiel verlieren sollte, aber zweite Liga ist 80% dann. Mal gucken, man hat halt noch Bochum zu Hause, Stuttgart zu Hause. Ja. Eigentlich, also die letzten Spiele sind gleich von Hertha. Aber wir sagen, leichter als die anderen. Ja, leichter als Schalke zum Beispiel. Aber der Schalke war zum Beispiel heute auch sehr wichtig. 5-2. Heute ist wichtig. Ergebnisse. Ergebnis. Herz sagt 3-1. Also ich sage auch, ein Trainer verliert sein erstes Spiel nicht und vor allem Pal Dardai nicht. Deswegen sage ich auch 2-1 Hertha. Ich schau mal. Wir haben mein Bre hier. Bruder, Hertha gegen Werder. Ergebnis. Bruder, ich hoffe 1 zu Hertha. Da sind wir endlich drin. Noch eine Stunde. Wir sind endlich drin. Noch so 50 Minuten. Und die Fans, beziehungsweise die Ostkurve, hat eine Message an die Jungs. Zerreißt euch endlich für Hertha BSC. So, die Aufstellung von Hertha BSC. Derry spielt einfach, Derry wird heute machen. Ja. Derry ist der Wirt. Der Keeper von Hertha ist schon draußen, aber das Stadion ist noch nicht voll. Ja. Zeit wird wieder voll hier, Omar. Ja, ja. Ich freue mich schon mal, aber das Problem ist, dass der Hauptteil hier Bremen-Fans sein werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es gut ist. Ja, und die Bremen-Fans sind da. Oh, es wird jetzt hier laut natürlich, weil der Keeper von Bremen auch jetzt am Start ist. 20 bis 30.000 erwartbar hier. Ne? Wir sind im Olympiastadion. Und es wird gefeiert von Werder-Fans. Bremen-Spieler sind jetzt hier am Start. Ob Bremen gerade ein Heimspiel hat. So laut gerade. Eieiei. So, langsam wird es auch hier voll. Die Ostkurve kommt jetzt hier langsam runter. Eieiei. Die Bremen-Fans machen echt Lärm. Noch 10 Minuten hier. Integriert. Thank you.
für Werder zwar, aber war Foulspiel eigentlich. Eigentlich Foulspiel. Der Torwart liegt da auf dem Boden, das ist eigentlich Foulspiel, aber mal sehen, was der Schiedsrichter jetzt machen wird. Wird nicht mal gecheckt oder was? Kurzelt. Kurzelt, ein 1-0 für Werder. Zeit, 2-0 für Werder. Ich sehe gar keinen Hoffnung, oder Spiel heißt du die? Die Mannschaft hat auch die Fans ausgepfiffen, als die in die Halbzeit gegangen sind. Das ist Quatsch. Christensen und die ganze Abwehr, bitte sucht euch einen neuen Verein. Ich hoffe, Hertha dreht das Spiel, aber ich sehe keinen Funke. 4-0 Bremen. So, die zweite Halbzeit fängt an. Let's go, Hertha. Spielminute 3-0 für Werder Bremen. Was denkst du denn?
Oder bei Derz? Was sagst du? Boah, wir verlieren zwar, aber immerhin, immerhin für die Moral. Kubago den reinmacht, wird noch spannend. Ja, der Schiedsrichter geht jetzt. Super, was will er? Ja, komm on! Nur noch 4-2 hier. Ja. 75.000 Zuschauer, komplett ausverkauft, geisteskrank. Ja, wir haben 6 Tore gesehen, ich bin zufrieden. Danke. Komm. Durch. Hey. Nicht nochmal bei seiner Kalise da rein. Komm, 88. Komm, jetzt. Ah. Oh, schon jetzt Aktion hier. Spiel vorbei. 4-2 für Werder Bremen. So, mit verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und die Bremen-Fans feiern jetzt. Und wir sind dann raus und ciao, ciao.